Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Harry Potter und der Feuerkelch. Wir sind mal wieder im verbotenen Wald und sind auf Schilderjagd. Und beim letzten Mal ist es uns gelungen, gleich einige, mehrere zu sammeln. Und dieses Mal wollen wir das irgendwie fortsetzen. Es fehlt noch die ein oder andere Geschichte hier. Und ich würde ganz gerne nicht kämpfen. Aber ich glaube, das wird nicht gelingen. Vielleicht können wir sie abhängen, wenn wir hier über diese Dings jetzt gehen. Denn wir haben keine Schokofrösche mehr, leider. Weil so ein komischer Kröter, die uns geklaut hat. Und deshalb müssen wir jetzt hier mal so weitergehen. Ich finde es aber immerhin gut, dass der Energieverlust der anderen... Schneller! Schneller. Der Energieverlust der anderen beiden Figuren hier nicht auf uns zurückfällt. Es ist ja manchmal so, also zumindest kenne ich das bei... Mist, wo ist denn der Tubler? Ah ne, den haben wir bloß aus Versehen zerpflückt hier. Bei manchen anderen Spielen ist es ja leider so, dass man quasi auf beide oder mehrere Spielfiguren aufpassen muss. Ich denke jetzt da gerade zum Beispiel an das Xbox-Spiel zur Flucht der Karibik. Oh, hier geht's durch. Harry, lauf bitte einfach. Ja, das Xbox-Spiel zu Fluch der Karibik. Da ist es nämlich so, dass man auf beide aufpassen muss. Und da ist es ein bisschen nervig, weil man nämlich, wenn die dann kämpfen und da sind irgendwie 15 Gegner und du bist eigentlich gerade damit beschäftigt, dich selber nicht zu sterben, musst du halt immer wieder zwischen den Figuren wechseln und gucken, dass es dem anderen auch gut geht. Hallo? Was denn jetzt? Hermine, geh jetzt da weg! Geh einfach da weg! Darf mal kurz woanders hin? Denn Hermine steht leider im Weg. So. Das ist wahrscheinlich der Grund ist, warum es vorher nicht funktioniert hat. Und wenn man zu lange wartet, ist es auch verbuggt. Seht ihr, ne? Ich habe jetzt hier irgendwie nochmal geguckt, wo ich genau hinschieße. Weil es eben mal wieder zu weit war. Und dann geht er einfach immer näher und dann springt er gar nicht. Macht das gar nicht mehr. Also diese Bubo-Tubler werde ich nicht vermissen. Die gibt es ja zum Glück auf dem fünften Band nicht. So, das dürfte jetzt mal reichen. Ich glaube, so schön haben wir die Pilze noch nie weggeschossen. Apropos Pilze. What the fuck? Sollte mal von den Kugeln weggehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da rechts noch weiter müssen. Da war ja vorhin jetzt beim letzten Mal da dieser Schild. Okay. Die sind weg. Hier ist nichts mehr, ne? Außer diese wunderschöne Pflanze, die wir jetzt hier mal zum Leben erweckt haben. Alter, jetzt schrei du nicht so! Was ist denn dein Problem? Oh, okay. Ich habe den einen Tubler auf den anderen draufgeworfen. Hermine, geh aus dem Weg. Sonst wird's... Nein, nicht du. Du, bitte. Nein, nicht du. Nicht du. Du. Ja, du. Jetzt. Ich bin noch nicht mal dran und er schreit schon los. Ich kann ihn gar nicht so nicht weit schießen. Versuch's mal wieder so schräg.
Nein, nicht du. Carpere Tractum! Au! Carpere Tractum! Auch das war zu weit. Was? Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Ah, doch. Okay, wir gehen mal rechts rum. Ich habe überhaupt keinen Überblick hier, wo man hier hin muss. Deswegen muss ich jetzt einfach mal irgendwie machen, wie ich denke. Das hört sich nicht gut an. Seht, sie haben den Hornschwanz gewonnen. Ah, hier. So, und da oben ist der Schild. Jetzt müssen wir echt gucken, wie wir das hinkriegen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir hier den Stein wieder benutzen, auf jeden Fall, um nach vorne zu kommen. Können wir auch vielleicht das Feuer mit abfangen. So. Die Frage ist, ob die anderen beiden jetzt da noch mitzaubern, wenn wir jetzt hier... Wenn wir jetzt hier schon so nah dran sind. Ich weiß noch nicht, wie es beim letzten Mal war, ob wir da hingekommen sind, ob das zu hoch war oder ob das nicht... Oh. Was habt ihr denn hier wieder für Problems? Ich steuere die ganze Zeit hart dagegen, dass Harry nicht nach hinten läuft. Wieso nicht weiter? Wenn ich das nicht mache, passiert das. Ron, du bist ein Sackgesicht. Das Gesicht von einem Sack. Weil du da hinten rumstehst und nichts machst. Das macht mich wütend. Hallo, Ron. Ja, du kannst jetzt mitkommen, bitte. Nein, nicht da hinten. Da ist nichts. Ich höre ihn laufen. Oh, er kommt. Ist unglaublich, aber er kommt tatsächlich. So. Und es ist zu niedrig. Ah, ich sehe hier hinten was. Hier sind solche Dinger. So, wo gehen die hin? Die gehen da hinten. Hier geht es nicht weiter. Hier sind die Pilze. Ich verstehe. Es macht alles einen Sinn. Es ergibt alles einen Sinn. Entschuldigung. Gut, dann haben wir das mit dem Stein jetzt quasi, denke ich mal, umsonst gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir den beim letzten Mal schon für irgendwas anderes verwendet haben. Denn eigentlich hat so ein Stein ja immer irgendeinen Zweck. Harry, nicht dein Ernst. Oh mein Gott. So. Wunderbar. Ich frage mich übrigens gerade. Also da die ja hier die ganze Zeit hier so rumsprinten und alles. Das ist jetzt zwar nur ein Spiel, aber da kommt mir doch glatt irgendwie... Wenn die jetzt sterben... Ich sag's euch. Na, frage ich mich gerade, ob die eigentlich überhaupt irgendwelchen Sport machen, die ganzen Zauberer hier. Die haben ja auch keinen Sportunterricht in Hogwarts, ne? Es wird jetzt Zeit, dass ich dieses Schild nehme, bevor hier noch irgendwas passiert. Ja.
Ich glaube nämlich, die machen keinen Sport. Aber wer solche Zauberspruchaufgaben hat, der braucht auch keinen Sport mehr. Ja, wir haben super viele Bohnen gesammelt. Das ist der absolute Burner. So, jetzt gucke ich mal kurz. Fünf fehlen uns noch. Ich denke, im See werden wir wahrscheinlich welche bekommen, wenn wir besser sind. Aber ich glaube nicht, dass wir besser sein können. Kräuterkunde habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir da alles... Entschuldigung, alles haben. Nee, haben wir nicht, ne? Aber etwas anderes steht auch noch aus. Das hat zwar wahrscheinlich nichts mit Schilden zu tun, aber wir haben doch hier noch eine Herausforderung. Entschuldigung. Ach, Mann, diese Heizungsluft. Stelle die fünf Blöcke mit Wingardium Leviosa so schnell wie möglich auf dem Symbol in der Mitte der Ebene übereinander. Das wird super, denn die beiden helfen uns wahrscheinlich wieder nicht. Aber was haben wir für eine Wahl, ne? Ist mir jetzt gerade vollkommen egal, wer hier was hat. Ich denke, das werden wir auch nicht brauchen. Okay, wir nehmen erstmal den mittleren. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Problem ist ja auch wieder, dass die wieder möglicherweise falsch dann stehen. Und dann die Sachen wieder hier abkriegen und sterben zwischendurch. Und das kostet ja auch alles Zeit. Oh, Ron! Und es kostet vor allem auch Zeit, bis der Block mal hoch genug ist. Ich sehe schon, das wird super. Das wird der Burner. Meditatives Klötzchen aufeinander schieben. Mist, jetzt ist er so komisch hier. Ich weiß nicht, was das heißt. Wingardium Leviosa! Ich glaube, die anderen können auch wieder umfallen, deswegen muss man hier echt vorsichtig sein. Dum, 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 dum. Man sieht auch so super gut, wo... Nein! Hallo? Wo man den dann hinlegt. Ne? Ja, ich glaube, es reicht uns maximal für Bronze. Wenn wir nicht gleich alles runterwerfen. Kinders. Das Spiel macht mich fertig. Bin ja schon froh, dass ich es jetzt mal endlich mal gespielt habe. Ja, Bronze, wow, toll. Nee, ich möchte es nicht. Mir reicht es erstmal. Weil ja eigentlich wollte ich ja gerne alle Sachen von Harry Potter mal spielen. Aber es hat halt manchmal so einen gewissen Nervfaktor, der irgendwie etwas schwierig ist. Okay, ich glaube, sonst haben wir keine Herausforderungen neu. Nee, das sind auch alle, okay. Wunderbar. Hogwarts Gelände. Fehlt ja, glaube ich, noch ein Schild, ein Minischild. Wo ich keine Ahnung habe, wo das sein soll. Das lassen wir jetzt mal. Entschwindekarte fehlt uns noch und ein Drache. Es kann schon sein, dass wir da noch nicht alles haben. Was haben wir denn sonst noch?
Badezimmer, wie sieht's da aus? Ähnlich, ich glaube, außerdem haben wir dann nicht alle Wasserhähne. Kräuterkunde, ich glaube, hier ist noch Bedarf. Ich glaube, da gehen wir mal kurz rein. Ich werde mir, denke ich, auch, ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, aber ich werde mir, denke ich, auch die Orte der jeweiligen fehlenden Geschichten noch angucken in der Lösung. Einfach nur, damit wir hier nicht sinnlos die ganze Zeit irgendwie rumrennen. Das wäre mir nicht so recht. Hier oben waren wir ja fertig, ne? Ich höre doch schon wieder so eine Kacke. Okay, unten haben wir beim letzten Mal ein Schild eingesammelt. Das kann man hier von unten, von oben sehen. Hallo? So. Ah, hier kommen wir gar nicht rum. Oh, sie hat mich gestochen. Da hinten ist das Minischild. Das haben wir beim letzten Mal nicht Noch mehr gemacht. Bohnen. Bohnen. Ich mag diese Bohnen sehr. Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ja, Mann? bitte. What's your problem, Trumbotron? Oh Mann. Das wird ja nicht gut für uns ausgehen. Da ist noch ein Schild. Ich sehe ein Schild. So, sie ist schon mal betäubt. Das ist gut. Und da kommt die nächste. Ohne Vorwarnung sticht sie mich einfach sofort und schiebt mich über die Dings hier. Ich sterbe gleich schon wieder. Mal ganz kurz in Deckung und lade mich bei Hermine auf. Okay, das geht nicht. Wieso verliere ich, ihr seht es doch oben, dass hier die ganze Zeit meine Dings auf rot blinkt. Wieso verliere ich Energie, obwohl ich nicht gestochen werde? Das würde mich interessieren. Noch mehr Bohnen! Zaubert die Bohnen mit Aktio herbei! Ich möchte bitte einfach nur hier rüber jetzt. Carpe Retractum! Boah, tu es einfach, bevor ich gleich wieder gestochen werde. Mann, ey. Vermiculus! Das regt mich so ein bisschen auf, ey. Wunderbar. So. Da hinten ist schon wieder ein Schild, das sehe ich doch immer. Vermiculus! So, und tschüss. Okay, das wäre erledigt. Ich finde es übrigens extrem bescheuert, dass wir einfach bei jedem Schild rausgehen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Liebe Spieleentwickler, das ist ein Kack. So. Das Gute ist, dass wir jetzt wieder Energie haben, denke ich mal. Ja, wunderbar. Also immerhin, das Wasser ist gut. Aber sonst weiß ich auch nicht, für was das gut sein soll. Bevor die Mosten kommen, verpiss ich mich. Hallo. Okay. So, jetzt wieder das gleiche Spiel. Wir gehen darüber. Beziehungsweise ist das anders Schild, das hier oder nicht? Ich weiß nicht. Carpere Tractum! Ich weiß gerade gar nicht, ob man da hinten überhaupt weiterkommt. Die Vampirmaske hat mich gestochen! Vampir? Was erzählst du da? Nee, hier geht's nicht weiter, ne? Ron ist da drin. Ich weiß nicht, was da ist. Wer ist das Ron? Ah, okay, ich weiß. Vielleicht geht es auch so. Es bewegt sich zumindest mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es so komplett hinkriegen. Nee.
sie stinkt! In diesem Fall müssen wir hier ausrücken. Hätte ich ja eigentlich vorher noch mal sehen können, ne? Okay. Und während die anderen beiden jetzt hier irgendwie wieder Problems haben, gehe ich jetzt irgendwann mal rein. Hallo, hallo, hier, hier. Danke. Gut, wir gehen hier rum. Ich brauche kein Labyrinth oder so. Natürlich. Ich habe es mir vorhin schon gedacht, als ich hier rumgelaufen bin, dachte ich so, oh, bestimmt muss ich aber vorher noch das hier machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Weil ich mir dachte so, ja, dieses Mal wird es nicht so sein. Alter! Ich wurde weggebasht. Ja. Hey, da drüben, Bohnen! Ach so, ich kann es ja auch nicht von hier machen. Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Ron, halt! Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Nee. Vermiculus! Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt irgendwie. Kaufersitz Rektum! Ich bin gestochen worden! Wie kann ich denn jetzt. Oh, das Schild bewegt sich. Vermiculus! Wie kann ich denn jetzt das Ding da runter machen? Das ist doch da hinten und da hinten komme ich nicht hin, ne? Ja. Wie viele Bohnen habt ihr? Halt mal. I am overasked. Ich bin überfragt. Oder kann ich vielleicht hier ausmachen? Was ist jetzt? Ja, hier geht's ja auch nicht, ne? Hey, da drüben, Bohnen! Sammelt die Bohnen! Vielleicht kann ich es auch einfach falsch rum machen. Ich weiß es nicht. Nee, kann ich nicht. Durch die Wand? So. Irgendwie. Ja, ne. Aber von hier müsste das doch gehen. Ach, ich bin so doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war wirklich jetzt mal wieder ein Peinlichkeitsfaktor. Naja, das Gute ist, wir haben jetzt bald hier unser Schild und ist erstmal gut hier mit. Eigentlich ganz cool gemacht hier mit den Klappen, die hier runtergehen, ne? Null neue Karten. Okay. Wir gucken mal ganz kurz, wie es aussieht. Drei Schilde fehlen uns noch. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann verabschiede ich mich für heute schon wieder von euch. Um 15 Uhr nächste Woche. Um 15 Uhr morgen geht's weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielleicht schaffen wir es dann endlich mal, die nächste Aufgabe anzugehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also habt noch einen schönen Nachmittag und ich sage wie immer Tschüss und auf Wiedersehen.